Hallo und grüß Gott zum wöchentlichen Marktausblick aus der Börse München. Heute, wie fast immer, mit Manfred Schmidt, dem Leiter der Marktsteuerung. Herr Schmidt, wir haben zwar schon letzte Woche darüber gesprochen, aber in China gingen die Märkte doch noch ganz schön runter. Wird uns das irgendwann einholen? Ja, tatsächlich haben die chinesischen Börsen in den letzten 3 Wochen durchschnittlich 35% verloren, auch wenn es jetzt aktuell wieder etwas nach oben gegangen ist aufgrund von Eingriffen der Zentralbank. So wurden zum Beispiel die Versicherungsunternehmen dazu verdonnert, in den Markt einzusteigen. Daraufhin haben sie 17 Milliarden investiert und sind in den Markt eingestiegen. Auch die Anleger, die ein größeres Aktienpaket halten, sprich 5% eines Unternehmens, müssen diese Aktien unter Strafe mindestens 6 Monate halten. Das stützt natürlich künstlich den Markt. Fakt ist, es wurden ca. 3,5 Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung vernichtet. Wenn man jetzt mal anschaut, über was wir für einen Betrag bei den Griechen reden, das sind knappe 350 Milliarden US-Dollar, dann sind es bei den Griechen eher schon mal die Peanuts. Die Realwirtschaft hält einfach nicht mit den gestiegenen Aktienkursen Schritt. Und je größer diese Schere wird, desto mehr, kann man sagen, entsteht in China eine Aktienblase. Dass es auch für uns Auswirkungen haben wird, braucht man sich nur mal anschauen, dass sehr viele Firmen nach China exportieren, vor allen Dingen die Autofirmen, die auch dort Standorte haben, oder Thyssen oder BASF oder Bayer. Also wird es uns sicher auch bewegen, wenn der chinesische Markt hier nach unten geht. Und man sollte ihn auf alle Fälle, wenn er noch nicht an erster Stelle steht, doch mit auf der Liste haben, wenn man die Aktienmärkte beurteilt. Traditionell begann mit Alcoa die Quartalsberichterstattung, aber die Zahlen, die der deutsche Kleinfeld vorlegte, waren gar nicht so toll. Wird das die Richtung weisen? Ja, eine Fliege macht ja bekanntlich noch keinen Sommer, aber es zeigt schon, dass die Probleme von Alcoa eben auch daher rühren, dass der US-Dollar sehr stark ist. Und das wird natürlich auch Auswirkungen auf die Notenbankpolitik haben. Das heißt, man muss sich fragen, ob Frau Yellen jetzt die Zinsen so schnell nach oben nimmt, wie man eigentlich denkt. Denn dadurch würde der Dollar ja noch stärker werden und die Exporte für die US-Firmen würden sich noch mehr verteuern und sie würden noch mehr Probleme bekommen. Was natürlich auch gut für den Aktienmarkt ist, solange die Zinsen niedrig bleiben. Wir sind in einer sehr schizophrenen Situation, schwache Zahlen von den Firmen aufgrund des gestiegenen US-Dollars, dann bleiben niedrige Zinsen und das ist dann gut für den Aktienmarkt. Jetzt waren wir schon bei der Quartalsberichterstattung. Wie geht's denn weiter diese Woche? Was kommt noch? Also wir haben eine Reihe von Quartalszahlen, nachdem, wie Sie sagten, die Berichtssaison ja läuft, vordringlich aus den USA. Zum Beispiel vor allen Dingen die Banken werden berichten, JP Morgan, Bank of America, BlackRock oder die Citigroup, aber auch so Firmen wie Google, General Electric, IBM und Intel kommen mit Zahlen. Und man darf gespannt sein, ob hier die Tendenz, dass eben hier die Zahlen negativ beeinflusst sind durch den starken Dollar, durch den verteuerten Export, den die Firmen da haben, eben weitergeht. Herr Schmidt, vielen Dank für diese Auskünfte, vielen Dank fürs Reinsehen. Gerüchte sagen ja, die Strafe, die Chinesen bekommen, wenn sie ihre Aktien vorzeitig verkaufen, lautet, sie müssen ihr Geld in griechischen Staatsanleihen anlegen. In diesem Sinne, eine gute Handelswoche.